Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Jurassic Park. The Game, willkommen. Ja, wir sind zurück und sehen, was nach dem wilden Ritt in der letzten Folge jetzt passiert. Wie haben Sie diese Viecher genannt, die Sie gejagt haben? Carrerasaurier? Herrerasaurus aus dem Trias. Nachdem wir sie gezüchtet haben, konnten wir sie leicht als frühe Theropoden einordnen. Oh klar, frühe Theropoden. Das habe ich doch schon immer gesagt. Stimmt's, Oscar? Wo ist Danny? Decaf! Du schaust im Heli. Ich überprüfe die Umgebung. Nicht weggehen. HU-121, hm? So einen habe ich ja so lange nicht mehr gesehen. Mann, neuer Pilot ist so ein Chaot. Halt bloß die Klappe! Denk nicht mal dran. Dennis. Und sie klemmt. No. Oscar! Mir gefällt das hier alles nicht, Alter. Decafs Waffe klemmt. Da drüben ist eine Blutspur. Und er lässt nie seinen Helm einfach so rumliegen. Nie! Decaf wird vermisst. Vermisst? Vermisst? Auf keinen Fall! Er sollte beim Hubschrauber bleiben. Er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Oder auch nicht. Billy! Spürst du das? Wir haben Team Bravo schon verloren und... Billy! Hey, wir hauen nicht ohne Decaf ab. Wir waren uns einig, oder? Oh Mann, ich lass nicht zu, dass das ein zweites Nicaragua wird. Rührt euch! Wir haben hier ein Problem. Rein in den Heli, sofort! Oscar, ich hab keinen Saft. Bin dran. Ich glaube, das ist jetzt mehr Glück, welche geladen ist und welche nicht. Keine Ahnung. Okay. Ist jetzt geladen oder? Okay, ist nicht geladen. Okay. Probieren wir mal die. Ich weiß echt nicht mehr, welche geladen war. Jetzt? Ach so, wir müssen auch noch manuell schauen, okay? Das habe ich nicht mehr gewusst. Versuch's jetzt! Die Batterie reagiert nicht! Nimm eine andere! Wow. Hast du das gesehen, Oscar? Das gefällt mir überhaupt nicht! Mach's schneller! Okay, raus mit der, rein mit der anderen. Mit der letzten. Oh fuck. Dino-Spuren sind so beruhigend. Nicht. Eindeutig. So, und jetzt schnell pumpen. Nein? Wir müssen hier weg! Und zwar jetzt! Ich weiß, ich arbeite dran! Oh, komm schnell! Du verkehrt. Ach so, ich vergesse immer, dass ich das gedrückt halten muss. Jetzt, komm schnell! Versuch's jetzt! Jetzt, ja. Wenn du eine zweite hast, versuch's mit der! Du hast die erste nicht aufpumpt, die erste war es ja, gewesen. Ja, die erste, ja, verdammt, ich bin ein Trottel. Ich hoffe, das war jetzt nicht irgendwie falsch, aber ich glaube, wenn nicht rechts oben in der Ecke dieses Gold-Symbol ist, ist man nicht so wirklich unter Zugzwang. Pumpen so. Nicht vergessen. Das muss sie sein. Versuch's jetzt! Ja. Ja. Wow, wir haben Saft! Ich
Hier ist Rexy. Und los geht's. Oh, fuck. Bring uns hier raus, Billy. Ich versuch's ja. Ich versuch's. Jetzt musst du wieder mit dem Mittelkreise halten. Ich weiß nicht. Nee, wir sind gut. Wir sind. Das Panorama. In schlechtester Grafik. Ja. Du bist eine gesickte Diebin. Kriegst du auch Hans Sellen auf? Wer ist noch übrig? Dr. Sorkin und ihr Assistent. Danach machen wir den Abflug. Was ist mit Decaf? Decaf ist tot. Ich finde ihre Tattoos gut. Warum erzählst du ihr nicht, was deine Tätowierungen bedeuten? Was bedeuten sie denn? Die Grabsteine stehen für Leute, die an seiner Seite gestorben sind. Die Sedeln stehen für Leute, die seinetwegen gestorben sind. Wo willst du Decaf unterbringen? Ist ja kaum noch Platz. Sag das nochmal! Hey, kommt schon! Es war ein langer Tag und wir sind alle ein bisschen angespannt. Reißt euch zusammen, Leute! Ich habe keine Angst vor euch. Ich? Naja, ich bin selbst eher ein netter Typ. Aber Oscar! Was macht er denn? Das ist deine Entscheidung. Legt sich schnell auf. Hören Sie, lassen Sie es sein! Oscar wird... Das eine Mal in Bogotá, da waren ihm diese Typen, die ihn gehänselt haben, im Weg. Und dann waren sie es nicht mehr, verstehen Sie? Lass dich nicht täuschen. Du bist hier umgeben von Killern. Hier ist es nicht sicherer als im Dschungel. Umgeben von Killern? Oh, das klingt irgendwie nett. Könnte glatt der Hitzinger sein. Du bist umgeben von Killern! Yeah! Brauchst du noch mehr Beweise dafür, dass diese Kerle irre sind? Das ist ihr Leben. Sie verletzen andere und reißen dann Witze darüber. Apropos Witze. Oscar, erzähle den mit dem Priester, der Stripperin und dem Eimer voll Frösche. Pass gut auf! So benehmen sich Männer, wenn ihnen der Mut fehlt, sich selbst ins Gesicht zu sauen. Falsch. Ich schaue mir gerne ins Gesicht. Wer würde das nicht bei diesem Prachtexemplar? Komisch, dass du überhaupt was siehst, wo dein Kopf doch so tief in... Das reicht jetzt! Oh, Junge! Was willst du denn machen, mich töten? Das hast du ja eh schon mal gemacht. Du bist verrückt! Ich lass mir vielleicht einen Schmetterling auf den Knöchel tätowieren. Ich die Namen der Leute, die du getötet hast, in deine Zettel ein. Versuch's doch! Mal sehen, was sollst du dann noch aufsuchen? Zuhört, es gibt hier immer noch Leute, denen wir helfen müssen. Ich weiß nicht, was für Probleme sie haben, aber regeln sie die auf dem Festland. Und nein, du kriegst kein Tattoo. Eine der lustigsten und verwirrendsten Szenen im Spiel bis jetzt, würde ich sagen. Ja. Dr. Harding, oh, Gott sei Dank sind Sie in Sicherheit. Ich habe mir große Sorgen gemacht, nachdem der Kontakt abgebrochen ist. Wir hatten einen ereignisreichen Tag, Dr. Sorkin. Jede Wette. Im ganzen Park sind Systeme ausgefallen. Saurier laufen frei herum. Wirklich ein Spaß für die ganze Familie. Hey, keine Sorge. Wir sind hier draußen geografisch recht gut vom Rest der Insel abgeschnitten. Hier gibt es nur Pflanzenfresser. Was geht hier vor sich? Es gab ein paar... Komplikationen. Wer sind Sie? Wir sind hier, um Sie zu retten. Ja. Ihr persönliches Rettungsteam. Zu Ihren Diensten, Ma'am. Ich bin Billy Yoda und das... Also, um das gleich klarzustellen. Ich gehe nirgendwo hin. Dieser Teil der Insel ist ziemlich abgelegen und sehr weit von den Raubsauriern entfernt. Ich bin hier sicher und muss nicht gerettet werden. Das ist keine gute Idee, Ma'am. Aber da Sie schon mal hier sind, könnten Sie damit anfangen, die Stapel an Ingen-Papierkram einzuladen, die hier so viel Platz wegnehmen. Die hätten das Zeug schon vor Monaten abholen sollen. Hören Sie, wir haben dafür keine Zeit. Sie steigen jetzt entweder friedlich in den Hubschrauber, oder ich schlag Sie persönlich K.O., fessel Sie und werf Sie rein. Wenn Sie mich anfassen, werde ich Ihren Arsch durch so viele Gerichte schleifen, dass Sie die nächsten Jahre Gesetzestexte lesen werden. Ja, wissen Sie was? Wenn uns das schneller von dieser Insel bringt, helfen wir Ihnen mit den Kisten. Wo sind Sie? Da drüben, am Lager.
Du hast die Dame gehört? Hey, kann ich helfen? Ja, nein, du deine Entscheidung. Tja, weiß nicht, ob du wirklich eine große Hilfe wärst. Ich will doch nur beim Tragen helfen und nicht irgendwelche Flüchtlinge einfangen. Bitte. Na gut. Bist du immer so eine Nervensäge? Nicht immer. Manchmal bin ich auch total zickig. Ist schwer vorstellbar. Ach ja? Warten Sie mal ab, was passiert, wenn es nicht bald was zu essen gibt. Ich könnte dir ja ein paar Dino-Burger besorgen. Ernsthaft? Beim nächsten Saurier, der mich fressen will, drehe ich den Spieß einfach um. Da sind die Kisten. Ist das dein Ernst? Was? Ich mache eine Pause. Gute Idee. Bloß nicht überanstrengen. Also, warum hast du Dr. Sorkin eigentlich nicht gesagt, warum wir von der Insel verschwinden müssen? Vertrau mir, wenn wir die verärgern, macht sie uns noch mehr Schwierigkeiten. Und was machen wir dann? Wir setzen unseren Charme ein. Ich brauche nur ein paar Informationen über diese Frau. Über ihre Vergangenheit. Was so in ihr vorgeht. Wenn ich nur das Richtige sage, wird sie am Schluss sogar denken, dass es ihre eigene Idee war, die Insel zu verlassen. Hey, kann ich eine schnorren? Okay. So, jetzt ab mit dem Kistenschleppen. Ich glaube, es gibt nur eine, die wir hier wirklich gut tragen können mit Jess. Also, wer hat Lust, die Kisten zum Hubschrauber zu schleppen? Ich auch nicht. Ja, was ist das? Riecht wie ein Fass voll nassem Hundehaar. Aber echt, keine Ahnung, warum die Saurier das Zeug fressen. Da hinten war noch da. Ich heb die Dinger nicht hoch. Die wiegen doch bestimmt Tonnen. Ich dachte, wir sollten hier nur Aktenkartons herumtragen. Ja. Ah ja. Okay. Alles klar, dann... deine Entscheidung. Was ist das alles? Was denkt sich Sorkin eigentlich? Wie zum Teufel sollen wir das alles in den Heli kriegen? Keine Ahnung. Aber mach's lieber, wenn du dich mit ihr gut stellen willst. Ah, okay. Tja, danke. Du warst eine Riesenhilfe. Infos über Sorkin. Hey, Oscar. Gab's in der Einsatzbesprechung irgendwelche schmutzigen Details über Sorkin? Ich brauche ein paar Infos, bevor ich den guten alten Yoda-Charme einsetze. Hat in den 70ern viel demonstriert. So ein Tierschutzkram halt. Mit Injin in Beziehung stehende Infos sind unter Verschluss. Sollen davon ausgehen, dass sie uns schrecklich nerven wird. Das stand da? Zwischen den Zeilen. Zwischen den Zeilen, natürlich. Willst du vielleicht auch mal was machen? Oder bist du jetzt in der Gewerkschaft? Also, Sorkin. War mal ein Hippie. Wurde ein paar Mal auf Tierschutzdemos verhaftet. Also, Sorkin. War mal ein Hippie. Ach so. Wurde ein paar Mal auf Tierschutzdemos verhaftet. Ich bin meinen Werten das öfter machen sollen. Schon okay, wenn du mitkommen willst, aber lass Oscar ein wenig Freiraum. Er hat's nicht so mit Kindern. Oder Erwachsenen. Oder Tieren. Eigentlich hat er's mit niemandem. Geh ihm einfach aus dem Weg. Guter Tipp. Also, Sorkin. War mal ein Hippie. Hey, das... Wurde ein paar Mal auf Tierschutzdemos verhaftet. Ja gut, dann halt nicht... Was gibt's denn hier noch? Hier drüben. Wartet hier. Ich red mal mit Sorkin. Ich glaube, wir können. Was soll ich machen? Du willst helfen? Dann wühl dich mal durch diese Kisten und schau, ob du was Interessantes über Dr. Sorkin findest. Cool. Ich glaube, jetzt können wir Sorkin ein bisschen beeinflussen. Wissen Sie, was er zu mir gesagt hat? Es ist egal, dass hier Dinosaurier aus dem Jura und dem Trias nebeneinander leben. Hauptsache, es ist aufregend. Schwachkopf. Ich weiß, dass sie wütend sind und verängstigt. Und wahrscheinlich auch erschöpft. Warum machen Sie das alles mit? Hey, wissen Sie, wer unsere Gefangene ist? Sie wären die Erste. Naja, ich habe sie noch nie auf der Insel gesehen. Wüsste nicht, dass sie für Injin arbeitet, aber ich kenne auch nicht jeden hier. Möglich wär's also. Okay, nein, das eher nicht. Ich weiß nicht, warum im Laufe des Spiels, das wollte ich noch sagen, werden uns noch ein paar rein englische Antworten. Ich glaube, die haben die Übersetzungen irgendwann aufgegeben. Wissen Sie, Doc, beim Besucherzentrum habe ich solche Bisswunden bei einem meiner Männer gesehen. Mr. Billy für Sie. Mr. Yoda, würden Sie sich bitte wie abgemacht um die Injin-Akten kümmern? Ja, Ma'am. Ich unterbreche nur ungern, Ma'am. Aber wir sollten jetzt los. Kommt leider nicht in Frage, Mr. Yoda.
Jemand muss sich während dieses Chaos um die Saurier kümmern. Tut mir leid, Dr. Sorkin, aber InGen will alle Überlebenden so schnell wie möglich auf dem Festland haben. Ohne Ausnahme. Warum so eilig? Naja, wegen der Gefahr. Dr. Sorkin, wir haben schon einen unbefugten Eindringling gefunden. Wer weiß schon, wer sonst noch auf der Insel ist. Sie könnten in Gefahr sein. Das Risiko gehe ich ein, danke sehr. Bisschen Mitleid erregen vielleicht. Ach so, nee, wegen ihrer Vorgeschichte vielleicht. Irgendjemand muss mit dem Aufsichtsrat über den Schutz dieser Dinosaurier reden. Sie glauben doch an den Tierschutz, oder? Würden Sie für sie nicht ihren Kopf hinhalten? Das stimmt natürlich. Aber solange John Hammond hier das Sagen hat, brauchen die Tiere mich. Ich muss sicherstellen, dass sie mit Respekt behandelt werden. Na, dann reden wir doch mal über ihn. Hammond hat diese ganze Sache echt gegen die Wand gefahren. Seine Inkompetenz ist nach dieser Katastrophe offensichtlich. Das ist natürlich wahr. Wenn der Aufsichtsrat nur auf meine Vorschläge gehört hätte. Aber so sind sie nur Teil des Papierkrams, den sie gerade verladen. Gibt es denn kein Argument, das sie überzeugen könnte, mitzukommen? Wenn, dann war es noch nicht dabei. Also gut. Genug von Hammond. Was ist mit unserer Patientin? Ja, und ich denke, vielleicht hat Jess etwas rausgefunden, weil sie hat ja durchgewühlt. Also, was hast du rausgefunden? Scheint, als wollte Dr. Sorkin aus der Insel ein Saurierreservat machen und keinen Vergnügungspark. Hat InGen wohl nicht gefallen, hä? Warum auch? Reich wird man damit nicht. Also hat Dr. Sorkin eine Schwäche für den Artenschutz. Gut zu wissen. Dieses Audio ist echt Ohrenschmerzen. Noch was? Das sind viele abgelehnte Vorschläge für ein Dino-Reservat. Ja. Yep. Das muss man ihr lassen. Sie gibt nicht so schnell auf. Okay. Also, Sorkin. War mal ein Hippie. Ah, verdammt. Wurde ein paar Mal auf Tierschutzdemos verhaftet. Wenn ich noch einmal das Wort Hippie hören muss, kotze ich. So, jetzt können wir es vielleicht schaffen, sie zu überreden. Wozu wieder aufbauen? Hammond wird einen Kotau vor den wichtigsten Teilhabern machen und an allen Ecken und Enden sparen, damit sich ihre Investitionen bezahlt machen. Das Wohlergehen der Tiere ist egal. Ich würde gern mehr über ihre Symptome erfahren. Naja, wie ich... Dr. Sorkin. Wie ich schon sagte, ich bleibe hier und kümmere mich um die Tiere. Tut mir leid, aber wir müssen sie hier rausbringen. Warum? Ja. Wäre diese Insel nicht besser für so eine Art Saurierreservat geeignet? Ist doch ziemlich dämlich, sie so zu behandeln, als ob das hier irgendein Zirkus wäre, oder? Sie haben völlig recht, Mr. Yoda. Aber das ist alles unwichtig, wenn der Aufsichtsrat... Okay, hören Sie, ich sollte Ihnen das eigentlich nicht sagen, aber... Soweit ich weiß, wird der Aufsichtsrat eine Sondersitzung halten wegen, Sie wissen schon, einer neuen Leitung. Wenn Sie da wären, könnten Sie die Ereignisse bezeugen, die hier vorgefallen sind. Sie müssten auf Sie hören. Das ist wahr. Ich sag's nicht gern, Mr. Yoda, aber Sie haben vielleicht recht. Unsere Anweisungen erwähnten auch einen Assistenten. David. Ja. Ich fürchte, David wird nicht mit uns kommen. Er sollte sich vom Quarantänegehege fernhalten. Das tut mir sehr leid. Danke sehr. Aber bevor wir gehen, muss ich noch unbedingt etwas im Labor erledigen. Dr. Harding, vielleicht könnten Sie und Ihre Tochter mir helfen. Ich arbeite an einem Heilmittel für eine der garstigeren genetischen Störungen der Saurier. Dr. Harding, wir haben's geschafft. Was genau haben wir denn geschafft? Die Lysin-Kontingenz aufgehoben, natürlich. Moment, wie was bitte? Was ist das? InGen, Henry Wu, hat den Dinosauriern ein Gen hinzugefügt, das sie abhängig von der Versorgung mit einer Aminosäure namens Lysin macht. Ohne ihre wöchentliche Dosis sterben sie. Das können sie den Saurier nicht geben. Wir brauchen die Kontrolle über sie. Wenn nur ein paar von der Insel flüchten. Okay, hören Sie. Ich arbeite jetzt seit Monaten an Verhaltenstests mit den Parasauriern. Wenn ich jetzt aufs Festland reise, werden sie bei meiner Rückkehr alle tot sein. Genau wie meine Forschungsarbeit. Parasaurier? Parasaurolophus, Pflanzenfresser. Normalerweise keine Gefahr. Lassen Sie mich Ihnen die Lösung verabreichen und schauen, ob sie funktioniert. Von wie vielen reden wir hier? Warum kommen Sie nicht mit? Sie können den Fortschritt, den wir gemacht haben, begutachten. Können wir da... Na gut, gehen wir. Cool. Und mal wieder... Trotz der Umstände bin ich froh, oder? Dass ich Ihnen das hier endlich mal zeigen kann, Dr. Harding. Wir haben hier sehr interessante Sachen mit den Parasauriern angestellt.
Kommunikations- und Verhaltensstudien. Sie konnten ihre Rufe deuten? Einige davon. Und ich werde sie nutzen, um sie freizulassen. Freilassen? Ich werde die Lösung nicht einsetzen, solange sie noch da drin sind. Aber woher wissen wir, dass keine bösen Dinos hier sind? Glaub mir, mein Schatz. Wenn hier Raubsaurier wären, wüssten wir es. Siehst du die da? Sie ist der Wachposten. Während die anderen grasen, hält sie Ausschau. Wenn noch Raubsaurier in der Nähe wären, wäre sie nervös und würde einen Warnruf von sich geben. Aber sie ist ganz ruhig. Jerry, Sie können die Lautsprecher von da aus aktivieren. Jess und ich stellen die verschiedenen Parasaurier-Laute ein, die wir darüber dann abspielen. Dad, ist schon gut. Es ist doch sicher, oder? Die Parasaurier werden uns warnen, falls es Ärger gibt. Bleib bei Dr. Sorkin. So, und was es jetzt hier noch im weiteren Verlauf mit der Konversation mit Dr. Sorkin gibt, sehen wir dann beim nächsten Mal bei Jurassic Park. The Game. Ciao.